und die Möglichkeiten des Fernsehens erweitern. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das neue ARD-Signet, das Ihnen von heute an täglich im Ersten begegnen wird. Wir führen Sie nun in die aufregende Welt der Computer-Graphics mit Bildern, die aus dem Rechner kamen. Der Tiger lebt. Sein Schöpfer, die Mathematik. Sein Lebensraum, der Computer. Sein Auftrag, uns den Weg zu zeigen in eine Welt, in der alles Denkbare möglich ist. Eine Welt, die keine Grenzen für Bilder und Bewegungen kennt, in der Träume und Albträume real werden. Die Welt der Computergrafik. Diese Bilder wurden nicht von einer Kamera erzeugt. Sie entstammen nicht der Hand eines begabten Grafikers oder Spritzretuscheurs. Jedes einzelne Detail dieses surrealen Robotertigers steckt als Zahlenwert im Speicher eines Supercomputers. Ein Computer, mit dem es möglich ist, jede beliebige Form auf eine Kombination geometrischer Grundmuster zu reduzieren, diese als Zahlenwert zu speichern und schließlich nach komplizierten mathematischen Berechnungen auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken. Noch verdankt der Tiger, der im Computergrafikzentrum der Universität Osaka in Japan entstand, seine faszinierend realistischen Bewegungen einem natürlichen Vorbild, dessen Bewegungsabläufe genau vermessen und abgespeichert wurden. Doch sehr bald wird auch hier die Mathematik Regie übernehmen. Dann aber weiß das Computergeschöpf, wie es sich zu bewegen hat. Computergrafik gehört heute zweifellos zu den aufregendsten und rasantesten Entwicklungen im großen Geschäft mit Bits und Bytes. Spitzenreiter im virtuosen Umgang mit den Bildern, die aus dem Rechner kommen, sind Amerikaner und Japaner. Europa ist zurzeit bestenfalls Kunde. Angefangen hat alles vor ungefähr 30. Trotz solcher eleganten Lösungen bleibt der Bedarf an Rechen- und Speicherkapazität gigantisch. Kein Wunder, dass zunehmend sogenannte Supercomputer für Grafikzwecke eingesetzt werden. Dazu einer der Hersteller dieser Intelligenzbestien. Sie sehen hier den Cray XMP4, der zurzeit der leistungsfähigste Supercomputer der Welt ist. Der Cray wird überall dort eingesetzt, wo es darum geht, dreidimensionale, realistische Vorgänge in der Plasmaphysik beim Flugzeug- und Automobilbau zu simulieren. Computergrafik ist ein äußerst wichtiges Hilfsmittel, die Resultate dieser aufwendigen Berechnungen darzustellen. Man ist jetzt an einem Punkt angekommen, an dem die Modelldarstellung so kompliziert hinsichtlich der räumlichen Auflösung und Farbgebung geworden ist, dass man die Fähigkeiten des Cray braucht, um die Grafiken auf dem Schirm wiederzugeben. Wir sehen hier einige Bilder, die mit dem Cray geschaffen wurden. Es sind dreidimensionale Motive mit sehr differenzierter Farbwiedergabe, einer Auflösung von 1 Million Pixels. Mit dieser Kombination von bester Grafikwiedergabe und schnellsten Rechenzeiten des Cray kann man jetzt Projekte realisieren, die niemals vorher möglich waren. Und so, mit der Kombination von High-Performance-Graphics auf dem Cray und High-Performance-Simulation, dem bleibt nur noch nachzutragen, dass die Monatsmiete eines Cray $180.000 inklusive einer fest abkommandierten Bedienungsmannschaft beträgt. Verschiedene Computergrafikstudios zählen zu Crays Kunden. Man sieht, das Geschäft blüht. Das beweist auch der stetig wachsende Zulauf zum alljährlichen Kristallisationspunkt der Szene.
Die SIGGRAPH 84 ist die bedeutendste Messe und Seminarveranstaltung für alle, die mit Computergrafik zu tun haben. Den Schwerpunkt der Ausstellung bilden computergrafische Systeme für Film- und Fernsehproduktionen sowie für Grafikateliers und Ingenieurbüros. Einige Anbieter zeigten komplette Hard- und Softwareprogramme für computerunterstütztes Design, das für Maschinenbauer immer wichtiger wird. Das internationale Interesse war groß. Beschämend dagegen der verschwindend geringe Anteil europäischer Besucher und Aussteller. Die europäische Teilnahme an der SIGGRAPH 84 lag im Promillebereich. Lediglich Frankreich hatte sich stärker engagiert. Spitzentechnologie heißt das Schlagwort. Im explosiv expandierenden Technologiesektor Computergrafik scheint die Zukunft ohne Europa stattzufinden. Die alte Welt ist wieder einmal dabei, den Anschluss an die USA und Japan zu verpassen. Die heutigen Möglichkeiten des Computereinsatzes im grafischen Gewerbe beispielsweise sind hierzulande noch weitgehend unbekannt. Welcher Grafiker ahnt schon, dass in spätestens 10 Jahren sein Handwerkszeug, Bleistift, Pinsel und Spritzpistole, unwiderruflich zur Vergangenheit gehören wird? Der einzige deutsche Aussteller verzeichnete Erfolg mit einem Grafiksystem mittlerer Preisklasse. Antje, das neue Emblem des NDR, musste für einen Test herhalten. Ein Gerät für den hektischen Fernsehbetrieb sollte schnell und leicht bedienbar sein. Mit diesem Gerät, der sogenannten Maus, wird Antjes Konterfei in den Computer eingelesen. Jeder eingetippte Punkt auf den Konturen der Vorlage vervollständigt das Bild. Es folgt die Feinarbeit. Mit Hilfe eines raffinierten Vektorprogramms wird Antjes eckiger Schnurrbart gerundet. Zum Schluss die exakte Farbbestimmung. Nach genau 14 Minuten befindet sich die exakte Kopie der Vorlage im Speicher des Computers. So digitalisiert sind Purzelbäume kein Problem mehr für Antje. So leicht und schnell geht es nicht immer. Aufwendigere Produktionen brauchen oft Stunden an Computerrechenzeit für einen einzigen Bewegungsablauf. Solche Computertrickfilme können dann über $3000 pro Sekunde kosten. Einer der größten praktischen Fortschritte wurde durch Computergrafik bei der Pilotenschulung erzielt. Der Flugsimulator ersetzt heute vollständig die Trainingsflüge. Das Cockpit des Simulators entspricht in allen Einzelheiten dem fliegenden Vorbild. Den Blick aus dem Kanzelfenster erzeugt der Computer. Er reagiert auf alle Manöver des Piloten mit einer realistischen Wiedergabe von dem, was der Flugzeugführer sähe, würde er wirklich fliegen. Die wesentlichen Elemente dieser Bilder, die Konturen aller wichtigen Darstellungen, existieren als Daten im Speicher des Computers und können augenblicklich zu kompletten Landschaften zusammengesetzt werden. Sie enthalten gerade so viel Details, wie es die Zeit erlaubt. Denn dem Computer bleiben nur Millisekunden, um auf die Manöver des Piloten zu reagieren. Selbst die gegenüber Neuerungen äußerst reservierte US-Luftfahrtbehörde hat das Training im Flugsimulator als vollwertigen Ersatz zum Realflug anerkannt. Doch nicht nur die Zivilluftfahrt schult ihr fliegendes Personal am Computer. Hier Ausschnitte aus Luftkampfsimulationen der US Air Force.
Selbst heikle Auftankmanöver in der Luft lassen sich am Simulator bis ins Detail trainieren. Auch diese Bilder sollen Ihnen nicht vorenthalten bleiben. Sie entstammen einem deutschen Simulationsprogramm für die Ausbildung von Kampfhubschrauberpiloten. Die detaillierte Computergrafik gibt die Eindrücke vom Kriegseinsatz des Hubschraubers mit tödlicher Präzision wieder. Militär und Rüstungsindustrie gehören zu den eifrigsten Anwendern von Computersimulationen. Dies ist kein Videospiel, sondern blutiger Ernst der heutigen militärischen Ausbildung. Das idyllisch gelegene Cranston Center in Columbus, Ohio, beherbergt eine in der Welt wohl einmalige Symbiose aus akademischer Lehre und industrieller Verwertung ein und desselben Fachgebiets. Tür an Tür wohnt hier das Computergrafikzentrum der Ohio State University neben dem Branchenriesen Cranston Zuri Productions. Sekundenpreise von $4,000 und mehr sind für die Computerzaubereien solcher Top-Studios keine Seltenheit. Doch die Ergebnisse sprechen für sich. Geistiger Vater der fruchtbaren Allianz von Uni und Industrie ist Professor Charles Zuri. Sein Name erweckt selbst bei Konkurrenten Riss und beinahe Ehrfurcht. Der 61-jährige gelernte Kunsthistoriker zur Frage, wie sich Kunst und Computergrafik beeinflussen. Well, I started out as a professor of art. I was a painter and I exhibited. Ich war zunächst Professor für Kunst, habe selbst gemalt und etwa 10 Jahre lang in New York ausgestellt. Ich glaube, meine künstlerische Ausrichtung kommt in unseren Arbeiten zum Ausdruck. In meinem Forschungsinstitut an der Universität stehen Künstler und Computerspezialisten im ständigen Austausch miteinander. Das Gleiche gilt für unsere Firma, in der Künstler, Trickgrafiker und Computerwissenschaftler zusammenarbeiten. Computergrafik ist so ein visuelles Medium, dass ich es ganz natürlich finde, wenn dabei ästhetische Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Dem Qualitätsdenken Zuris halten die Produkte des Studios tatsächlich stand.
Sie gehören zum Besten und Aufwendigsten. Schließen Sie nun die Sitzgurte. Es folgt ein Demonstrationsband mit Ausschnitten aus aktuellen Produktionen für das amerikanische Fernsehen. Der Dynamik dieser entfesselten Bilder konnte auch das deutsche Fernsehen nicht widerstehen. Seit den 50er Jahren ist das stilisierte Auge Signet der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten, kurz der ARD. Im Zeitalter der elektronischen Kommunikation wirkte das alte Erkennungszeichen des ersten Programms inzwischen zu statisch und antiquiert.
Eine neue Flagge musste her. Das Rennen bei der gemeinsamen Entscheidung machte dieser Entwurf. Bei Cranston Suri erläutert ein WDR-Grafiker seine Überlegungen. That's the number one. Wie üblich werden die Konturen der Reinzeichnung zunächst mit der Maus digitalisiert und in den Speicher des Computers eingelesen. Die entscheidenden Bewegungsphasen werden besprochen. Die 1 soll sich aus den Signets der neuen Landesrundfunkanstalten zusammensetzen. Nachdem die Vorversuche mit dem Drahtgerüstrahmen zufriedenstellend abgeschlossen sind, kommt nun Farbe, Form und Räumlichkeit ins Spiel. Zunächst aus Zeitgründen nur als grobes Rasterbild. Computerzeit gehört zu den teuersten Posten in der Kalkulation elektronischer Grafikproduktion. Deshalb begnügt man sich bei den Testläufen mit einer groben Bildwiedergabe. Sie spart wertvolle Rechenzeit. Veränderungen sind jetzt noch ohne größeren Aufwand möglich. Für das fertige Produkt waren selbst die Hochleistungscomputer des Cranston Suri Studios stundenlang beschäftigt. Und schließlich die ARD im neuen Gewand. Soweit perfekte Gebrauchscomputergrafik. Reiner Spaß dagegen die Fahrradfabrik. Eine respektable Studentenarbeit. Die Einsatzmöglichkeiten von Computergrafik werden Tag für Tag zahlreicher. Welche Perspektiven sieht Professor Suri für Animationsprogramme? Well, animation is such a broad. Animation ist ein weiter Begriff. Ich glaube, die meisten Menschen denken dabei zuerst an Zeichentrickfilme von Walt Disney oder ähnliche Dinge. Wir können zwar keine Walt Disney-Filme machen, wir sind aber in der Lage, andere Dinge zu erschaffen, die künstlerisch sind. Ich persönlich sehe Computeranimation in einem größeren Zusammenhang. Computeranimation eignet sich zum Beispiel sehr gut zur Darstellung abstrakter Vorgänge. Mechanische Bewegungsabläufe etwa, die sich exakt nach den Naturgesetzen richten. Man kann Programme für Bewegungen schreiben, die auf einem mathematischen Modell basieren oder auf physikalischem Verhalten, wie etwa Objekte im Raum zusammenprallen und sich fortbewegen. Die Kugeln auf dem Bildschirm hinter mir sind ein Beispiel dafür. Es ist eben etwas anderes, ob ich eine Gleichung vor mir habe oder deren grafische Umsetzung. Ich interessiere mich nun für Systeme, die es mir ermöglichen, Animation vollständig zu beherrschen oder damit Kunst zu machen. Mich beschäftigt heute vor allem das, was man als eine Grammatik der Ästhetik bezeichnen könnte. Ich möchte visuelle Kommunikation unter den Gesichtspunkten von Kunst und Ästhetik untersuchen. Die hohen Ansprüche des Meisters wirken sich auch in den Schöpfungen der Schüler aus. Diese relativ lange Computeranimation ist die Examensarbeit einer Studentin von Charles Suri. Snoot and Muddly, so der Titel des Werkes, wurde auf der SIGGRAPH 84 der fachkundigen Öffentlichkeit vorgeführt und als außergewöhnlich gelungene Arbeit gelobt. Die Produktionszeit für diese elektronische Liebesgeschichte
erstreckte sich über gut anderthalb Jahre, wobei der größte Teil der langwierigen Computerberechnungen nachts erledigt wurde, wenn sonst niemand die Rechenanlagen nutzte. Mit dem hervorragenden Zeugnis des Professors Charles Zuri hatte die Studentin keine Schwierigkeiten, beim Unternehmer Charles Zuri, gleich nächste Tür, einen Job zu bekommen. Thank you.